Ja, heute haben wir den 26. Mai 2017 und heute haben wir PTVs, glaube ich, über 400 Kilometer, 6.30 Uhr los und die rechnen so 12 Uhr, halb 12, 12 Uhr und jetzt ist, glaube ich, so Viertel vor. Ist ja keine Wolke am Himmel, auch wie sie im Forum schreiben. Vom Südosten haben die Tauben ja wohl 1900 Meter gemacht. Und ja, meine treuen Zuschauer, der Horst und die Leonie, also die Leonie mit ihrem Opa, können wir auch gucken mal. Und schon was im Anmarsch? Nix? Leonie, siehst du keine? Ja, jetzt kann man mal sehen, wie schnell sich das ändert. Ne? Vor 14 Tagen war an dem Baum noch kein Blatt, die letzten Filmbeiträge. Und jetzt ruckzuck hat uns die Sicht zum Westen verbaut hier. Den Roller zugemacht. Vorne sieht man ja noch die Überlandleitung. Ja. Flieder ist auch hinüber. Ist ein starker Seitenwind. Also hier, man sieht ja an der Birke, wie sich die Blätter im Wind bewegen. Also ganz schön. Oh, kommt da eine Taube? Oh, eine Schwalbe. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber jetzt sind ja mehrere da. Na gut, dann wollen wir abwarten, was passiert. Da ist wirklich mächtiger Wind. Also wenn der Wind nicht wäre, dann würden wir hier aber kaputt gehen. Jo. Dann wären aber mehr als 28 Grad. Ja. Ja. Natürlich ist die Lady auch da, ne? Die muss ja auch aufpassen. Eieiei, Lady, fein. Aber wenn das die Tierärztin sieht, was du da machst, du. Eine dicke. Da ist der neue Jungtierschlag. Der ist jetzt auch. Daneben kommen noch mal 3 Meter. Gucken. Nächste Woche will ich damit fertig sein. Ja, sieht gar nicht gut aus heute. Der Dr. Basan, der hat schon 4, der fängt 20 nach 12 an. Und seine harten Semis sind da die ersten. Und der Ralf Zwidurski, der hat jetzt gerade den 2. gekriegt. Jetzt haben wir 12.46 Uhr. Ja, und meine 6. Der eine hat der 180 mit, der andere 50. Was soll da von meiner 6? Das wäre ein Wunder. Naja, die Tauben müssen wohl schwer abgetrieben worden sein von dem starken Südostwind. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob heute alles nach Hause kommt. Naja, dann weiterhin gut Flug. Ja, weil ich die Tauben für die Mittelstrecke empfange. Und wer kommt da, springt auf einmal rein. 13.45 Uhr, meine erste, die kleine Bunte. Ich halte sie ja sowieso als. Also absolute Top-Taube. Die wird nur ihren Weg machen. Viele haben ja schon gelacht, wo ich damit ankam. Die wird nie alt. Aber bis jetzt alle Strapazen. Ja, ich habe gerade die. Jetzt läuft so rüber. Die hat ja hier eine Zelle.
Ja, Mädchen, du bist zu Hause. Ist ein bisschen geschafft, wa? Naja. Sind die Vögel alle raus gerade? Können sie die nicht ärgern? Ja, 13.45 Uhr. Aber der Basan, der Dr. Basan und der Ralf Zwiedurski, die haben auch noch nicht allzu viele da. Von jede Menge Tauben. Na gut, kann man nichts machen. Ja, ich war ja heute Einsatzmann wieder in Wattenscheid. Da konnte ich nicht auf die Waldstrengtauben warten. Insgesamt sind 5 wiedergekommen. Hier schon mal 3. Die beiden waren sogar gerade da im Schneeball. Da liegt eine nicht in der Zelle. Jetzt die anderen beiden sind Mittelstrengtauben. Also insgesamt sind 5 Stück wiedergekommen. Die Bunte war als erster, die kleine Bunte. Die halbe da wieder. Sieht da eigentlich noch gut aus, glatt. Ja, ein Vogel, 4 Weibchen sind wiedergekommen. Und das Kuriose ist, die beiden Favoriten, die beiden Ältesten, die Dreijährigen, das Weibchen und der Scheck, die nach Pau sollte und der Vogel sollte ja nach Barcelona, die fliegen noch. Also so viel Ahnung hat man. Ne? Eine Ahnung wie eine Kuh. Ja, das ist der Flugtag von heute. Ja, was soll man machen, ne? Einige haben bei uns in der FV heute keine Tauben gesetzt wegen morgen. Da bin ich auch überrascht gewesen. Das gibt es auch noch. Und mal gucken, wie es morgen wird. Ja.